Und Hafen. Ja, Hafen brauchen wir erstmal nicht. Was verkaufst du? Du verkaufst Lederzeug? Feinste Tücher, beste Stoffe. Und jede Menge Lederstiefel. Für meine Tücher hätte ich vielleicht Verwendung. Seid ihr so gut? Zeigt, was ihr mehr an Stoffen habt. Also doch, Stiefel und Hosen. Ja. Nichts, was wir wirklich brauchen könnten. Das Zeug, was ich da noch habe, würde ich gerne an... Oh, eine verschlossene Truhe. Hätten wir jetzt Ranor oder unseren endgültigen Dieb dabei. Hier ist ein Waffenhändler. Ah, schaut euch nur in meinem Sortiment um. Chandor Salvort verkauft nur Waffen bester Qualität. Ja, gut, ihr habt meine Neugewehr weg. Zeigt mir, was für Waffen ihr zu bieten habt. Ja, das Holzschild. Schleifstein. Kurzschwert, Breitschwert. Kampfstäbe, Speere, Piken. Anderthalb hinter. Oh weh, oh weh. Was mache ich nur? Hier haben wir noch zwei Händler. Tretet näher, frische Kräuter aus Abestreu. Da kommen wir her. Zeig doch mal, was ihr so an Kräutern habt. Die fünf Einbeeren, die nehmen wir gerne für ein Silber. Rezept für den Gulmont-Tee, den könnten wir auch noch nehmen. Aber jetzt nicht. Wir haben eh keinen Alchemisten. Städter, Schankmeid. Helles Pferdocker, frisch vom Fass. Oh, dagegen ist nichts einzuwenden. Reicht mir ein Hump. Ja, sie verkauft nur helles Pferdocker. Gut, damit haben wir schon mal alle Händler hier abgeklappert. Jetzt gucken wir mal, was der Schneider will. Entschuldigt bitte. Könntet ihr mir helfen? Um was geht es denn, guter Mann? Harry, ich bin beinahe über eines dieser dummen Hühner gestolpert. Dabei habe ich meinen Glücksbringer an einen Handschmeichler verloren. Er muss in die Kanalisation gefallen sein. Ich traue mich hier gar nicht weg. Wer weiß, welches Unglück mir sonst als nächstes wieder wird. Könnt ihr ihn nicht für mich zurückholen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Wenn ich getötet werde, da aber haben müssen. Denn so leicht wird euer Handschmeichler dort unten sicher nicht zu finden sein. Oh, vielen Dank. Ich werde mich hier nicht fortrühren, bis ihr meinen Handschmeichler gefunden habt. Also ja, da kommen wir nach Unterferdock und haben in unserem Journal der Unglücksrabe. Ein Schneider hat seinen Glücksbringer verloren, als er über eines der herumstreunenden Hühner gestolpert ist. Leider ist das gute Stück in die Kanalisation gefallen und jetzt traut sich der Schneider nicht mehr von der Stelle. Ich werde sehen, ob ich ihn aus seiner listlichen Lage befreien kann, indem ich ihn seinen alten Handschmeichler wiederbringe. Finde den Handschmeichler. Ich muss wohl über die Kanalisation herabsteigen, um den Glücksbringer des Schneiders wiederzufinden. Ja, das wäre hier nach Unterferdock. So, wir können da abbiegen. Da ist das Kontor Niceback. Da geht es auch zur Grafenstadt. Was ist denn passiert, Frau Hauptfrau? Wir haben gerade diesen Möchtegern-Halunken Dranor erwischt. Er hat doch tatsächlich versucht, heimlich über die Stadtmauer zur Grafenstadt zu klettern. Oh, und er ist gefallen. Direkt vor die Nase einer unserer Leute. Der Bursche muss den ganzen Weg in seine Zelle übergejammert haben. Naja, wenigstens bleiben ihm dort weitere Unglücke erspart. Aber weshalb seid ihr schon zurück? Habt ihr eure Untersuchungen im Hafenviertel so schnell abschließen können? Bedauere, nein. Obergardist Taschmann hat mich zurückgeschickt. Ich soll ausrichten, er würde sich bereits um alles Notwendige kümmern. Was fällt diesem aufgeblasenen Fatzken ein? Ständig setzt er sich über meine Anweisungen hinweg. Es tut mir leid. Ich... Schon gut, Rübinger. Ich weiß, es ist nicht eure Schuld.
Ihr solltet jedoch schleunigst zurückkehren und unabhängig von seinen Ermittlungen arbeiten. Wir lassen uns von diesem Obergardisten nicht länger auf der Nase herumtanzen. Ja, also wir haben Bader Dorkenschmied gefunden. In das Kontor kommen wir nicht rein. Nach Fuhrmannsheim und nach zum Hafen. Ah. Städter, geht's dann hier direkt zum... Ja, hier geht's direkt zum Hafen. Hier ist ein Pferd. Ich finde es immer lustig, dass man die Tiere auch anwählen kann. Aber ja, zum Hafen wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen eigentlich mit ihr hier reden. Also sie hat gerade schon mal groß angegeben, dass sie Drano gefangen haben. Hier würde es wieder zur Grafenstadt gehen, wenn wir reinkommen würden. Halt! Was ist los? Weshalb versperrt ihr den Weg? Ja, aufgrund der kürzlichen Ermordung eines Adligen ist der Zugang zur Grafenstadt für gewöhnliche Bürger und Reisende zu verwehren. Bitte kehrt um. Also die haben alle denselben Spruch. Hallo Hühnchen. Gibt's hier hinten was Schönes? Eine zwielichtige Person, hi. Was wollt ihr von mir? Belästigt ihr öfter fremde Stadtbewohner? Ja, immer doch. Gut, okay. Hier haben wir noch einen den Spieß Effing. Zwei Stadtgardisten. Holzfässer, die wir einschlagen können. Mit hellem Pferdocker und rostigem Zeug drin. Hey, hier ist noch, sind noch mehr Fässer zum Einschlagen. Und ja, ich schlag gerade lieber Fässer ein. Als über A. Oh, Einwehrsaft. Hm. Ja gut, dann orientiert sich das Fässer einschlagen, ja. Gut, reden wir jetzt mal mit der Stadt. Ja. Mit der Gardeanführerin. Wie kann ich euch helfen? Verzeiht, wenn ich stören sollte. Mein Name ist Brennoe. Ich komme gerade vom Eberstamm am Wesen. Und es geht um den Tod meines alten Freundes Ardo vom Eberstamm. Der wachhabende Hustler sagte mir, dass ihr mir weiterhelfen könntet. Seid gegrüßt, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Ardo vom Eberstamm war ein geachteter Bürger Ferdox und sein Tod geht vielen hier nahe. Es sind wahrhaft düstere Tage für diese Stadt und ihre Bewohner. Seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Mörder zu fassen. Leider kann ich mich zu dieser Stunde noch keinen Einzelnen zu den jüngsten Untaten nennen. Graf Grovien hat in dieser Sache um äußerste Diskretion gebeten, um die Aufklärung der Verbrechen nicht zu gefährden. Entschuldigung, ich muss mich nun wieder meine Aufgaben machen. Auf bald, Brennoe. Ein Moment noch, einer meiner besten Freunde wurde ermordet. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, um zu helfen? Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gerne ein wenig umhören, um selbst etwas über die Morde herauszufinden. Hm. Tatsächlich wurde von Graf Grovien jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Ich halte dies jedoch für keine gute Idee. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Abestreu und den Wegfall der griflichen Lanzenreiterinnen kaum genug Leute haben, ist es immer noch Aufgabe der Stadtwache, solche Ermittlungen zu tätigen. Ich beschwöre euch, lasst mich in eurem Auftrag handeln. Ich schulde Ardo mein Leben. Bei meiner Ehre werde ich nicht eher Halt machen, wie sich seine Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt habe. Also gut, wenn es euch so ernst ist, werde ich euch die offizielle Erlaubnis erteilen, in meinem Namen Ermittlungen zu dieser Sache anzustellen. Ich will euch in einige Dinge einweihen. Ich erwarte aber im Gegenzug absolute Verschwiegenheit von euch. Beim Andenken an Ardo von Eberstamm, ihr habt mein Ehrenwort. Gut, dann soll es so sein. Ab sofort handelt ihr in offiziellen Auftrag der Ferdocker Stadtgarde. Bisher gibt es 3 Mordopfer, die alle auf dieselbe Weise ums Leben gebracht wurden. Das erste Opfer, der alte Bettler Elko, wurde in Fuhrmannsheim gefunden. Sandor Kunga, ein bekannter Immann-Spieler, den die meisten nur Drache nannten, lag im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen. Euer guter Freund wurde an einem Anlegeplatz im Hafenviertel aufgefunden. Einzelheiten könnt ihr vor Ort von der zuständigen Wache erfahren. Erwähnt aber, dass ihr in persönlichem Auftrag von mir handelt, damit ihr auch Auskunft bekommt.
Wir haben bereits eine gewisse Gladys Schladromir sowie den Leibwächter Ardus, einen Zeug namens Falkrim, verhört. Beide scheinen jedoch über jeden Zweifel erhaben zu sein. Weder dieser Gladys noch seine Leibwächter sind mir bekannt. Was eigentlich nicht ganz stimmt. Wisst ihr vielleicht, wo die beiden zu finden sind? Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Falkrim findet ihr sicherlich unter einem der Tische im Silberkrug, einer Taverne am Priorsplatz. Seit dem Tod eures Freundes sieht man ihn fast nur noch betrunken. Zu Gladys Schladromir kann ich euch nur sagen, dass sie des Öfteren im Fuhrmannsheim gesehen wurde. Wo genau, kann ich euch jedoch nicht sagen. Sie ist mir etwas suspekt, auch wenn sie nichts mit dem Mord zu tun hat. Ihr solltet Vorsicht walten lassen. Mit dem Mangel an Stadtwachen haben die Verbrechen im Fuhrmannsheim zugenommen. Da mache ich mich gleich die Arbeit. Auf bald, Wachhauptfrau Dorkschmied. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Auf bald, Breno, ihr und Erfolg. Übrigens, ihr seid ja immer noch da. Ich sagte doch, ihr sollt die Angelegenheit am Hafen klären. Jawohl, Wachhauptfrau Dorkenspiel. Gut, damit haben wir ein paar Sachen. Ja, Wachhauptfrau Bala Dorkenspiel konnte mir einiges über die Morde erzählen. Ich bat sie, mich den Ermittlern im Opfer im Ardo anschließen zu dürfen, und sie gab mir ihre Erlaubnis. Wer auch immer diese Morde zu verantworten hat, ich werde ihn finden. Ja, ermittle im Fall Ardo von Eberstamm, ermittle im Fall Mordfall Drache, ermittle im Mordfall Elko. Fangen wir mal unten an. Bisher gab es drei Mordopfer in dieser grausamen Mordserie. Das erste Opfer, der alte Elko, wurde in Fuhrmannsheim gefunden. Sammeln wir Informationen zum Mord. Der alte Elko war ein obdachloser Bettler, den man ermordet im Fuhrmannsheim gebunden hat. Jemand muss etwas gesehen haben, denn man kann den Leuten doch nicht einfach Herzen herausschneiden, ohne dass irgendwer etwas mitbekommt. Ich muss mich am Mordplatz umsehen und Augenzeugen finden. Ermittle im Mordfall Drache. Das zweite Opfer, Sandor Kunga, ein Imman-Spieler, den die meisten nur Drache nannten, wurde im Hinterhof der Taverne ein fliegendes Frettchen gefunden. Die Taverne befindet sich im Hafenviertel. Ich sollte mich dort mal umschauen. Sandor Kunga wurde im Hinterhof der Taverne flinkes Frettchen gefunden. Ich muss mich ein wenig am Mordplatz umsehen und mit den Leuten im flinken Frettchen sprechen. Irgendwer muss doch etwas gesehen oder gehört haben. Ja, ich kann es immer noch nicht fassen. Mein Freund Ardo wurde umgebracht. Seinen Mord aufzuklären liegt mir besonders am Herzen, und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Täter gestellt habe. Ja, suche den Mörder von Ardo. Der Mörder Ardos wird nicht ungestraft davonkommen. Dafür werde ich sorgen. Finde Zwerg Falkrim. Falkrim war Ardos Leibwächter. Vielleicht kann er mir behilflich sein, die Morde aufzuklären. Laut Bala kann man ihn regelmäßig in der Taverne Silberkrug am Priorsplatz finden. Finde Gladys Schladromir. Gladys Schladromir. Keine Ahnung, wie man diesen Namen wirklich ausspricht. Nennen wir sie einfach nur noch Gladys. War eine Freundin Ardos. Vielleicht kann sie mir weiterhelfen. Leider wusste Bala nicht mehr über sie, als dass sie sich des Öfteren im Fuhrmannsheim auffällt. Vielleicht sollte ich dort ein paar Leute fragen, ob sie mehr über Gladys Aufenthaltsort wissen. Gut. Also, wenn wir hier lang gehen, finden wir Städter und Städterinnen. Finden Fässer und den Weg nach Fuhrmannsheim. Wir sollten allerdings erst am Priorsplatz fertig machen. Also uns fertig umsehen. Und dann nochmal zurückgehen. Und erstmal Falkrim suchen. Ja, das Doofe ist, wir kennen Falkrim schon. Also, dass er uns nicht bekannt ist, ist leider nicht ganz richtig. Und ja, umsehen sollten wir uns auch noch weiter fleißig. Nach allem, was uns hilft. Alle mal hergehört.
Das war eine große Kiste mit Ulmenholz drin. Das ist praktisch. Und eine kleine Kiste mit Kohle. Ja, da sind die beiden Schnösel von vorhin schon wieder. Verschlossene Truhen. Hier gibt es jede Menge verschlossene Truhen.